Saßen, hier ist der Tommy von der Musikboutique. In diesem Video möchte ich euch ein Five-String oder Bluegrass Banjo des koreanischen Herstellers Tanara vorstellen. Das Banjo dürfte so aus den 80er Jahren sein, in Korea gebaut, wie gesagt, also sehr hochwertige Verarbeitung. Tanara ist so eine Tochterfirma von Tento Guitars, falls das jemand kennt. Wenn wahrscheinlich die wenigsten tatsächlich kennen, oder wie mein Metzger sagen würde, das ist nur was für Eingeweide. Wie dem auch sei, wir haben hier also ein Five-String-Banjo. Es gibt da, sagen wir, drei Hauptarten von Banjos. Das ist einmal das Tenor-Banjo mit vier Saiten, was in Quinten gestimmt ist. Dann das Five-String- oder Bluegrass-Banjo, was in offen G gestimmt ist. Und dann noch die für den Gitarristen am einfachsten zu spielenden Arten von Banjos ist das Gitarrenbanjo. Das ist so eine Mischung zwischen Gitarre und Banjo, also sechs Saiten in der Stimmung wie eine Gitarre, von der Konstruktion her aber Banjo mit Rim und Fell und allem drum und dran. Beim Five-String-Banjo ist es so, wir haben eine Drohne, die im Standardfall auf G gestimmt ist und nicht gegriffen wird. Da haben wir auch hier so eine verkürzte Saite am Hals, eine Mechanik, mit der wir die stimmen können. Oftmals gibt es dann auch noch so Hacken, wenn man sagt, ich möchte jetzt mit Capo spielen, dass man das dann entsprechend hier einhängt, dann muss man die Saite nicht laufend nachstimmen. Die restlichen vier Saiten sind in DGBD gestimmt. Also wie bei der Gitarre, oben G-Tuning, die oberen vier Saiten. Sprich, nicht arg viel anders als bei der Gitarre, nur dass halt statt der hohen E-Saite ein D ist, also ein Ganzton runter gestimmt. Von daher ist es jetzt auch nicht so arg viel anders zu spielen, zumindest nicht vom Greifen her, wie eine Gitarre. Was ein bisschen verwirrend tatsächlich ist, dass wir immer die hohe Drohne als vermeintlich tiefste Saite haben. Ganz kurz noch zu den Spezifikationen. Wir haben ein Remo-Fell mit verstellbarem Rim, eine Armauflage. Der Steg ist aus Ahorn mit Ebenholz oder Palisander. Das kann man nicht so genau erkennen. Ich würde mal eher auf Palisander tippen. Der ist aufgelegt, um möglichst viel Druck auf das Fell zu bekommen. Der Hals ist aus Mahagoni, hat auch nicht die typischen Banjo-Tuner, sondern eher so Gitarren-Tuner. Kopfplatte ist angesetzt, Kunststoffsattel mit Binding, das Ganze ist hochglanz lackiert. Body ist aus einem schönen Palisander, schön heller Palisander. Sieht so ein bisschen aus wie Santos. Ist mit einem Dreifachbinding oben und unten und wie ihr hier schon sehen könnt, ist so eine Rohrbuchse. Also das Banjo ist, warum auch immer, mit einem Tonabnehmer ausgestattet. Böse Zungen sagen ja, Banjo ist wie ein Schafott, sobald du es hörst, ist es zu spät. Trotzdem wird man immer wieder mal in Situationen kommen, wo man sagt, auch ein Banjo ist zu leise und ich muss das verstärken im Bandkontext. Von daher hat das Banjo schon wieder bei. Und des Weiteren ist auch ein Koffer. Es ist jetzt kein Hardcase, wie man es heutzutage kennt, sondern eher so ein Pappkoffer. Ich verlinke euch das Banjo mal unten zu unserem Online-Shop. Da seht ihr dann auch ein Foto von dem Koffer. Der ist mit vielen bunten Aufklebern bestickert. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es klingt. Ich hoffe, das Mikrofon streikt nicht. Ja, so. Könnte dem einen oder anderen Banjo-Spieler bekannt vorkommen. Thank you.
Wir haben das Tanara Banjo recht günstig reinbekommen, beziehungsweise sollen es günstig verkaufen. Deswegen ist es auch günstig. Bei Banjos hat man ja immer so ein bisschen das Problem, entweder es sind irgendwelche Billigteile, die sich nicht wirklich gescheit spielen lassen und ja, gar nicht klingen. Oder man hat dann gleich irgendwie, was weiß ich, die Klasse D-Ring im doch deutlich vierstelligen Bereich, wo jetzt der geneigte Einsteiger sagt, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, um da mal Bluegrass Banjo auszuprobieren. Deswegen ist man mit so einem Teil eigentlich ganz gut bedient. Man hat alles, was man braucht. Ist jetzt keine Oberklasse Banjo, logisch, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis her echt eine ganz schöne Granate. Dann danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns hier demnächst bald wiedersehen. Bis dahin, bleibt geschmeidig. S'hasen.